Verglichen mit uns sind alle unsere Feinde schwach. Weil wir uns nie zurückziehen, uns nie ergeben, bis auch der letzte von ihnen tot ist oder in Ketten liegt. Ich frage mich, was die Hauptmänner nun tun, da der Turm hier ist. Die fangen besser an zu beten, dass er nicht mitkriegt, wie faul sie waren. Wir sollten lieber dort draußen sein und unsere Waffen an den Schädeln unserer Feinde schärfen. Du Narr, was dachtest du, warum unsere Waffen so stumpf werden? Das liegt nur daran, dass ihre Schädel nicht hart genug sind. Es ist nicht fair, dass der Schmied etwas zu tun hat, während wir alle nur herumsitzen. Was war das für ein Geräusch? Da ist... Samantin! Habt ihr das gehört? Keine Sorgen, ihr Narren. Dem Grabwandler seid ihr egal. Er hat es auf die Häuptlinge abgesehen. Hier stinkt es vor lauter Menschen. Ich halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Hast du die Beförderung bekommen, die du wolltest? Nö. Ich glaube, ich werde in einem Grubenkampf gegen die Karagor antreten, die wir gefangen haben. Das wird dem Hauptmann imponieren. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen, der noch übrig ist. Eines Tages wird sich niemand in diesem Land mehr an sie erinnern. Von Harondor bis Rovanion soll es nur noch Uruks geben. Wo warst du, als Dol Guldur dich gebraucht hat? Sturzbetrunken, mit einem Kelch Grog in der Hand, wie immer. Wie
kann sich ein bloßer Tag auf den Rücken eines Karagor schwingen? Da muss Elbenmagie dahinter stecken. Der Hauptmann meinte, ich hätte gezögert, seine Befehle auszuführen. Was für ein Lügner! Der Schmied wird mir eine größere Klinge fertigen. Nicht so foltern sollen. Wahnsinn! Je ängstlicher sie sind, umso zarter wird ihr Fleisch. Dieser. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt.